Wo immer es was zu tun gibt, ist er zur Stelle. Olivier Andenmatten ist Hotelier mit Leib und Seele in vierter Generation im kleinen Schweizer Skiort Grächen. Und zu tun gibt es reichlich. Zurzeit sind Schweizer Skiferien und er ist voll ausgebucht. Unsere Überlegung ist jetzt die nächsten zwei Wochen praktisch auf 100%. Dann im März sind wir so zwischen 65% und 70% unterwegs. Von solchen Gästezahlen können viele Schweizer Hotels derzeit nur träumen, vor allem seit die Schweizer Nationalbank den Franken gegenüber dem Euro freigegeben hat. Ein Franken kostet jetzt einen Euro, die Schweiz war vorher schon teuer, jetzt wird sie für viele Urlauber plötzlich unerschwinglich. Das benachbarte Saas-Fee hat es kalt erwischt. Die Buchungen der Touristen aus den Euro-Ländern sind eingebrochen. Auch die renommiertesten Destinationen bekommen das zu spüren. Wir haben auf jeden Fall Telefonate von unseren Gästen aus dem europäischen Raum erhalten, haben dann auch aufgrund dieser Telefonate kurzfristig reagieren können und denken, werden sicher langfristig uns Gedanken machen müssen, wie wir mit dieser Situation umgehen werden. Kurzfristig reagieren heißt Rabatte geben. Doch im Hochlohnland Schweiz kommen dann Hotels kaum noch auf ihre Kosten. In Grächen hat Berno Stoffel schon vor Jahren eine ganz andere Idee gehabt und die ist einfach. In der Nebensaison können die Gäste fast alles in Euro bezahlen, zu einem Kurs, der rund ein Drittel billiger ist. Den setzte Grächen einfach kurzerhand selbst fest. Heute in der Krise profitieren sie davon. Die Aktion kommt an, wurde angenommen und auch im Gespräch mit den Gästen hören wir natürlich die positive Rückmeldung. Sie haben gesagt, okay, sehr gut, dass ihr das macht, wirklich toll. Wir kommen nicht zuletzt deswegen wieder nach Grächen. Denn Grächen, hoch oben im Schweizer Wallis gelegen, bietet vor allem Wintersport für Familien. Alles dreht sich hier um die Kleinen, doch gerade Familien müssen oft genau aufs Geld schauen. Die Euro-Aktion ist deshalb ein voller Erfolg. Die Skischule für die Kleinen wird günstiger und Grächen freut sich über mehr Gäste. Doch wohin mit den billigen Euros? Ganz einfach. Die Grächener lassen sie liegen, bis sie gebraucht werden. Zum Beispiel für Pistenraupen. 8 von ihnen besitzt Grächen. Jetzt bezahlen sie Unterhalt und Ersatzteile mit den Euros, die sie über den Winter einnehmen. Raupenfahrer Peter Pollinger ist ganz stolz auf den Grächener Euro. Wir machen, glaube ich, über 100 Betriebe mit. Also ich finde es eine super Sache. Weil auch lieber die Gäste, denen es ermöglichen, als gar keine zu haben. Wie andere Destinationen, die schon Absagen erhalten haben, Stornierungen und so. Auch Hotelier Andenmatten hat seine Euros investiert in einen brandneuen Wellnessbereich. Die Saunen kommen zwar aus der Schweiz, aber einen Großteil des Innenausbaus hat eine österreichische Firma gemacht. Wir wollten natürlich die Euros nicht in Schweizer Franken wechseln. Das war uns sehr wichtig, dass wir auch im Euroraum einkaufen konnten. Und so führt ein kleines Dorf in der Schweiz den Euro durch die Hintertür ein. Dem schicken Saas-Fee dagegen geht es ein bisschen so wie der Schweiz insgesamt. Sie sind Opfer des eigenen Erfolgs. Es den Grächenern nachzumachen, so einfach und vor allem so schnell geht das nicht. Und so ganz überzeugt sind sie auch nicht. Ob sie das langfristig aufrechterhalten können, wage ich zu bezweifeln. Es ist doch, dass teilweise jetzt, wenn man sieht, die Europarität zum Schweizer Franken sind es dann bald mal 40%. Und ob sich das langfristig halten wird, denke ich nicht. Ja, dort ist natürlich schon ein bisschen auf uns geschielt, auch ein bisschen so eine Prise Neid spüre ich dort, weil wir so schnell waren in der Kommunikation und natürlich die Aktion auch bereits hatten und aufgestellt waren. Egal, wer Recht behält, eines haben sie hier im Wallis alle gemeinsam, die atemberaubende Aussicht auf die Viertausende der Südschweiz. Und die ist einfach unbezahlbar.